Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Erst vor einem Tag wurde ChatGPT-4 von Google Gemini überholt, das die bisher stärkste künstliche Intelligenz, Gemini, veröffentlicht hat. Heute bin ich hier, um mit euch über Gemini zu sprechen, das neueste KI-Sprachmodell von Google. Ich werde euch zeigen, wie ihr das Beste aus der Gemini-KI herausholen könnt. Es gibt viele Beispiele in Googles Demonstrationsvideo. Ihr findet den Link in der Beschreibung, um das vollständige Video anzusehen. Gemini ist das beste KI-Sprachmodell, das je entwickelt wurde, und es hat das Potenzial, die Kommunikation mit Computern zu revolutionieren. Bart mit Gemini AI verwenden. Gemini AI ist noch nicht für das Publikum verfügbar, aber es wird erwartet, dass es in Zukunft veröffentlicht wird. Eine der ersten Möglichkeiten, Gemini Ultra auszuprobieren, ist über Bart Advanced. Derzeit bietet Bard eine Version von Gemini Pro an, die speziell auf Englisch abgestimmt ist. Hier wird erklärt, wie ihr Bard mit Gemini AI verwenden könnt. Besuche die Bard-Website. Wenn du mit Bard interagierst, wirst du automatisch von den Vorteilen von Gemini Pro profitieren. Bard Advanced ist eine neue Version von Bard, die von Gemini Ultra unterstützt wird. Es bietet eine Reihe von neuen Funktionen und Verbesserungen. Wie man Gemini AI verwendet. Im Folgenden werden einige Schritte zur Installation und Nutzung von Gemini AI beschrieben. Besuche die Gemini AI Website und erstelle ein Konto. Sobald du ein Konto erstellt hast, erhältst du einen API-Schlüssel. Installiere die Gemini AI Client-Bibliothek für deine Programmiersprache. Importiere in deinen Code die Gemini AI Client-Bibliothek und initialisiere sie mit deinem API-Key. Rufe die Gemini AI API auf, um Text zu generieren, Sprachen zu übersetzen, verschiedene Arten von kreativen Inhalten zu schreiben oder deine Fragen umfassend zu beantworten. Ich habe auch eine fantastische Alternative zu ChatGPT-4 vorbereitet. Wenn du Gemini unbedingt ausprobieren möchtest, kannst du es mit Tenorshare PDF AI versuchen. Dieses tolle Tool basiert auf ChatGPT 4.0, einer hochentwickelten Chatbot-Technologie. Tenorshare AI PDF wurde von Experten darauf trainiert, PDF-Dateien zu analysieren, zu optimieren und wichtige Informationen aus diesen zu extrahieren. Egal, ob du eine tiefgreifende Analyse oder eine effiziente Datenextraktion benötigst, unsere KI-gestützte Lösung hat alles, was du brauchst. Ich habe die Links zu Gemini AI und Tenorshare AI in die Videobeschreibung eingefügt, so dass du einfach klicken und direkt in das Erlebnis eintauchen kannst. Wie gefällt euch die neue Gemini AI? Teilen in den Kommentaren eure Gedanken mit und ich würde mich freuen, sie zu lesen. Vielleicht ist es an der Zeit, Gemini Ultra im nächsten Jahr zu erwarten. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und besonders über ein Abo.